Oh Gott. Ja, ja, furchtbare Opernsängerin. Hey, I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm the fairy. Oh, it's a free country. Did you say a show? Reite ich jetzt eigentlich automatisch hinterher? Ich weiß es nicht. Mrs. Chester Danson. I flatter. Stop the coach, my good man! Stop the coach! Er hält nicht an, ne? So. Don't know anything about culture. I couldn't agree more. Could you? It's such a small show, but would you sing something for me? I'm looking for a mezzo-soprano. I don't know. Okay. You owe it to West Elizabeth. Plündere die Truhe, ohne gesehen zu werden. Eins meiner besten Merkmale. Ich werde trotzdem mal lieber das Bandana aufziehen, falls mich einer sieht. Sollten wir das jetzt wirklich mal hinkriegen? Ich glaube, das lief ganz gut, oder? Lass Bandana abnehmen. Tut der nicht, natürlich. Da! The event is on the 23rd of this month. I can't say enough about Mrs. Damson. My new figure. So sorry, gentlemen, for the interruption. Welcome back, Herbie. Komm zurück. Time to go, boy. Ja, das lief doch besser als gedacht. Und wir mussten nicht mal jemanden umbringen. Nur nicht so oft klappen, denke ich, wenn sich das rumspricht. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. $750. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was ich jetzt nochmal schnell machen werde, ist... Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ne? Ich wollte eigentlich ein Lager aufschlagen. Gott, wie ging denn das? Ach so, Moment. Da.
Ich muss mir ein bisschen Munition machen. So. Wow, doch so viel. Spezialarznei kann ich machen. Splittermunition. Jetzt stellt sich wieder die Frage, wie viel habe ich denn? Brandschrot. Ja, moin. Warum konnten wir nur so wenig machen? Linden. Explosiv. Blindmunition, Brandschrot. Weil wir Schwarzgebrannten brauchten. Brauchten wir nicht noch für was anderes Schwarzgebrannten? Ah, ich weiß gar nicht mehr. Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir hatten Pistolenmunition. Wir haben jetzt auch einen Revolver seit neuestem, ne? Meine Pistole habe ich irgendwie also weggetauscht, ich Vollidiot. Man kann nie zu wenig Muni haben. Ja, das ist korrekt. Ich würde erstmal gern zu ihm gehen. Wobei die Mission halt näher dran ist. Bill Williamson. Ach du Schande. Wenn ich das Bild da schon sehe, dann ist das wahrscheinlich eine Schießerei in der Stadt. Ja, ist halt näher dran. Lass erstmal dahin gehen. Auf jeden Fall macht die Splittermunition mehr Schaden als die normale Munition. Deswegen sollte man immer ein bisschen Splittermunition dabei haben. Du machst dich lang, Stefan. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich hoffe, du kannst dich einigermaßen ausruhen, wenn dein Rücken dich so fertig macht. Und hoffe, wir sehen uns dann wieder. Demnächst. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ne? Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. Mika ist dabei, das heißt, es geht wieder heiß her, glaube ich. Over at the saloon. They spoke to Bill about a job. Needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Riecht doch schon wieder nach Falle. We trust anyone. Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey Boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of paying both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right? I could have told you. Nice. Holy fuck. Oh mein Gott, das hat den Ian erwischt. Hat noch meine Shotgun dabei? Nein, habe ich nicht. Die scheiß Winchester, ne? Die macht halt nicht so viel Schaden. Ich hätte mal die andere mitnehmen sollen. Kann ich drüber schießen? Warum?
Is this the best you fools got? Direkt durch den Bauch. Ist es noch meiner? Ich wollte gerade fragen, haben wir überhaupt schon mal nachgeladen? Nee, aber gleich ist es soweit. Last Shot. Können wir theoretisch alle umlegen? Hier liegt irgendwo eine Leiche. Da. Kleptomano on Tour. Könntest du bitte in Deckung gehen? Danke. Ich muss mich ja wieder beeilen, sonst stirbt wieder einer von meinen Freunden. Genau. Da hat sie den guten Maika zerrissen. Alter. Das ist jedes Mal das Neue. Jedes Mal das Gleiche, ne? Man kann nicht mal in Ruhe looten. Ärgerlich. Ärgerlich. Komm, der war doch aber auf dem Kopf. Headshot. Wow. Na. Soll er von hinten in die... Ja. Treten mal die Tür nicht ein. Bin ja drinne. Oh, hier ist Munition drinne. Oh, really? Looten erst nach dem Shooten. Das Problem ist, ich weiß immer nicht. Meistens ist es ja so, dass es ineinander übergeht, die Story-Geschichten, ne? Und dann ist nichts mit Looten. Hey, wie viele sind denn das? Erstmal schön reinladen. Munition ist gleich alle. Echt mal, wo ist denn der scheiß Sheriff? Sitzen wir nicht gerade in seiner... Nee, sitzen wir nicht. Konnte ich nicht gerade noch plündern? Ach ja.
Ihr hört gerade, wie sie abgehen, ne? Liegt noch irgendwo eine Waffe draußen rum. Ach hier. Ja, Doppel-Action-Shotgun brauchen wir nicht. Wir plündern jetzt noch nicht. Ja, ja, chill. Ich muss hier looten. Mr. Olli hat gesagt, erst shooten, dann looten. Wir haben geshootet, jetzt looten wir. Ach hier, guck mal, geht's sogar. Zack, durch den Zaun. Die Reputation ist negativ geworden. Hallo, das sind verfluchte Mörder und Banditen. Der welcher wohl mal... What the fuck? Soll das so sein mit dem Schwanz? Raketenpferd oder hat Blähungen? Wie ärgerlich ist, dass mein Hut weg ist. Also wenn hier eine Leiche, ach, auf dem Dach liegt die. Wir werden nicht überall rankommen, aber wir werden den Großteil mitnehmen können. Ich werde auch meine Waffen verbessern und ich will mir vielleicht auch Feuerwaffen kaufen, bevor sie über das Spiel freigeschaltet werden. Und dafür brauchst du halt die Kohle. Ist halt so. Ja, den Hut kann ich respawnen, aber nur am Pferd, glaube ich, ne? Oder geht das auch hier? Mal schnell. Ne, es geht nur am Pferd. Oder auf dem Pferd, glaube ich, sogar nur. Kommen wir da hoch? Ja, klar, kommen wir da hoch. Kommen doch nicht rüber, ne? Ach hier, Springtaste ist die... War natürlich wieder die andere. War ja klar. Gut, dass man Stefan nicht mehr miterlebt. Er würde durchdrehen, ey. Ja, schon wieder. Als wenn ich jetzt natürlich da hinlaufe, triggere ich das Event, glaube ich. Aber an ihm können wir doch vorbei, oder? Die Stadt ist auch wie ausgestorben, ne? Es ist übrigens nicht, geht mir nicht um das Geld, was die Leute bei haben, sondern um die Gegenstände an sich. Die Taschenuhren und so. Also so ein Stack goldene Taschenuhren bringt, glaube ich, schon so um die 40 Dollar. Läuft dann nämlich automatisch hin. Wie schieße ich jetzt? Jo, es klappt jedes Mal nicht. Ich weiß immer nicht. Es klappt immer nicht. Jedes Mal, wenn ich das mache, diese Markierung, weiß ich nicht, wie ich danach... Ich muss, glaube ich, einfach nur loslassen, den Trigger, ne? Oh, du hast mich gesubbt, Meister Olli. Wenn du das über Twitch gemacht hast, über Twitch Prime, musst du nochmal F5 drücken. Und oben im Chat steht dann oben so ein kleines Fenster
Und dann sagst du Subteil und da kannst du auch eine Nachricht reinschreiben. Ich danke dir schon mal, aber ansonsten sehen wir es leider nicht. Also ich sehe es bei mir leider gerade auch nicht. Oder es braucht wieder eine Weile bei Streamlabs. Das ist meistens hängt das System ein bisschen hinterher. Guck mal, die Looten sind, die Leichen sind wieder lootbar. Either way, you're a dead man. Morgan? So. Ich markiere ihn hier. 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 Den markieren wir lieber nochmal. Ich weiß immer nicht, was. Welche Taste muss ich denn drücken? Wenn ich R1 drücke, oder R2, R2 glaube ich sogar, dann schießt er einfach nur einmal. Kann mir mal jemand schnell sagen, welche Taste ich da drücken muss? Das weiß keiner, ne? Es ist jedes Mal das gleiche, deswegen schieße ich eigentlich so gut wie nie damit. Ich guck mal schnell, ob das hier in den Einstellungen steht. Hilfe. Kampf. Nahkampfwaffen, Revolver, Lasso, Deadeye. Wenn Deadeye aktiv ist, kannst du auf mehrere Gegner. Drücke 1, um zu markieren. Drücke dann R2, um in dieser Reihenfolge auf sie zu schießen. Drücke R3 erneut, um das Deadeye zu wieder. Achso, na gut. Na gut. Do you? Either way, you're a dead man. Morgan? Hä? Ich zieh doch gar nicht auf die Hand. Verarschen. Oh, ich drück die falsche Taste. Geht auch so. Aber Meister Olli, ich danke dir schon mal für deinen Sub. Herzlichen Dank dafür. Danke, danke, danke für deinen Sub. Auch wenn er dir gerade nicht angezeigt wird, warum auch immer. Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. And you can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Wow, was für ein Schlachtfeld. Ja, ich sehe, dass du das Emote hast, Meister Olli. Deswegen, also dann muss hier, dann spinnt hier Streamlabs wieder rum. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things. Ich sehe es hier leider auch nicht in meiner Liste, dass du gesubbt hast. Und deswegen muss es an Streamlabs liegen. Doch immer zum Kotzen, ey. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Ja. So, wenn ich jetzt auf meinem Pferd sitze, dann müsste ich, genau, hier meinen Hut haben. Let's try it. So. Jetzt kommt theoretisch schon die Dutch-Mission. Dutch heißt meistens Spielfortschritt, deswegen gehen wir mal hier hoch.
Also es bedeutet meistens, dass man die Location wechselt. Wir sind hier so dicht dran, ne? Das ist richtig ärgerlich gerade. Vorhin der Sub, der Host von Stefan, da kam ja durch, deswegen verstehe ich das gerade überhaupt und absolut nicht, dass er das jetzt hier nicht anzeigt. Könnte die Session mal restarten. Vom Streamlabs. Oder Streamlabels in dem Fall. Mit hoffen, dass es dann funktioniert. Mach das mal kurz. Aufpassen, dass ich hier nicht in den Tod stürze. Nee, er hat's nicht durchgereicht. Was ein Scheiß. Das verstehe ich wieder nicht. Jetzt reite ich hier völlig falsch, oder? Naja, nicht ganz. Da hinten ist auch ein Lagerfeuer am Strand. Wollen wir da mal gucken gehen? Vielleicht ein Goldgräber? Ja, du könntest mal gucken, ob du oben nochmal die Möglichkeit hast, wenn du Twitch Prime genommen hast, dann gibt es sowieso die Möglichkeit, dass du das teilen musst, weil es sonst nicht angezeigt wird, aber normalerweise zeigt er mir das auch trotzdem an. Immer diese Agro-Spieler, die Agro-NPCs. Die schießen doch einfach auf dich, ne? Die sagen dreimal verpiss dich und dann schießen sie auf dich. Immer ein Träumchen. Immer wieder erfrischend, wenn sowas passiert. Ich reite hier. Fuck. Was soll ich hier großartig machen? Was für ein Jump war denn das, Alter? Das war ja heftig. Oh, ich wollte anhalten. Wen wollen die hier einliefern? Das ist toll. Das ist ja ein Reh gewesen. Ich dachte, da hängt ein Mensch auf dem Pferd. Ey, wer hat denn hier gerade krakeelt, dass er nicht eingeliefert werden will? Das hab ich mir doch gerade nicht eingebildet. Fuck. Tja, dann habe ich mir das wohl doch eingeredet. Nee, ich habe auf jeden Fall gehört, dass er das gesagt hat, aber... zu schnell aus dem Event wieder rausgeritten wahrscheinlich. Ist hier ein toter Büffel? Oh. Easy now. Da kann man glaube ich nichts machen, oder? Kann man den häuten? Verwest. Yep. Auf jeden Fall, wenn du gesubbt hast, Meister Olli. Es gab jetzt eine neue Regelung für Twitch Affiliates. Man kann jetzt ab einer bestimmten Anzahl von Subpoints, glaube ich, mehr Emotes hochladen. Und ich glaube, die Leute können auch mehr Emotes verwenden dann. Und ich glaube, das sind 15 Abonnentenpunkte. Ich wollte Abonnement sagen. Abonnentenpunkte und wir sind bei 14 gerade. Das heißt, wenn jetzt wirklich dein Sub mal durchgehen würde an Twitch, dann könntet ihr, glaube ich, sogar mehr als ein Emote benutzen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe mir das mal vor ein paar Tagen durchgelesen.